Herzlich willkommen zurück zu Knights of the Old Republic mit Airesu. Ich bin Airesu und ich habe so das Gefühl, die Person da hinter der Tür, also zumindest eine dieser Personen, wird ein Ritter der Republik sein. Deswegen machen wir mal auf und gucken nach. Ein dunkler Jedi. Dieser Kampf ist nichts für uns. Ziehen wir uns zurück, bevor wir im Weg stehen. Ach was, da können wir helfen. Nehmen wir ernst, wir rennen lieber weg. Oh! Das war einer von Bastilas Begleitern. Verdammt, wir hätten ihre Hilfe brauchen können. Ach Quatsch, wir schaffen es auch so. Wir nehmen uns die Lichtschwerter mit. Und hopp! Oh verdammt, er lebt noch! Oh Gott, er hat eine Waffe gezogen! Angriff abbrechen. Hier nochmal rauf. Verdammt. Jetzt habe ich den Angriff verschwendet. Okay, da reicht ein normaler. Kas, lass mir was übrig. Der klaut mir alle Kills. Ach ja, in der letzten Folge habe ich mal angekündigt, ich will mal hier durchgucken. Oh, hier ist das Feedback. Hier sehen wir es. Man konnte es die ganze Zeit sehen, okay. Hier wird wirklich ausgewürfelt, wer wie viel wo macht, wer wie viel Schaden macht, wer trifft und so weiter. Finde ich immer ganz klasse. Ich habe es mir noch nie durchgelesen. Ich glaube, niemand hat sich irgendwann für richtig durchgelesen. Wo ist denn das Lichtschwert? Wo hast du dein Lichtschwert? Und wo ist der andere Kerl? Wo ist der dunkle Jedi? Also wirklich. Die Brücke. Ach, da wollen wir nicht hin. Offenbar wollen wir doch dahin. Oh Gott. Oh Gott, verfehlt. Die Kampfanimationen sind hier zum Teil besser als in anderen Spielen. Also in modernen Spielen. Hoppala. Ja, ja. Kampftutorial braucht man nicht. Liest man sich nie durch. Bastila ist nicht auf der Brücke. Sie müssen bereits zu den Rettungskapseln unterwegs sein. Wir sollten zusehen, dass wir auch zu den Rettungskapseln kommen. Das sage ich die ganze Zeit. Lebend. Aber sobald sie das Schiff verlassen hat, werden sie die Ender Spire in Stücke schießen. Ja, und wir hätten nicht einfach direkt am Anfang weggehen können, ja? Uns wollen die nicht leben, du Depp. Na, warum kann ich mich nicht bewegen? Weil ich mein Level up nicht gemacht habe? Deswegen? Moment. Bastila ist nicht auf der Wiese. Okay, machen wir das Level up. Level Aufstieg machen wir nicht automatisch. Ich weiß nicht, was er da für verquieres Zeug macht. Wir machen noch einen Talentpunkt in Heilen rein. Oh, einen Fähigkeitspunkt, Entschuldigung. Und was lernen wir hier? 4-4 fehlt uns immer noch das. So, Moment. Bodens auf Angriffen, Nahkampfwaffen. Ja, das machen wir. So, und annehmen. Fertig. Und ich kann mich immer noch nicht bewegen. Ja? Okay, daran lag es also nicht. Ich hing wirklich auf der Türschwelle einfach fest. Oh, ein Rucksack. Eine Blasterpistole. Hey, Kas! Twast, Entschuldigung. Ja, willst du vielleicht eine zweite Blasterpistole? Bitte sehr. Jetzt trifft er zwar selten, ne? Aber dafür öfter. Also er trifft öfter seltener. Ist verständlich, was ich sagen will? Er schießt eben öfter. Und auch wenn er eine geringere Trefferchance hat, trifft er dann eben vielleicht öfter. Besonders wenn er das entsprechend geht. Das wird später unser bester Kämpfer. Im Prinzip habe ich den immer alle Kämpfe bestreiten lassen. Da hinten ist irgendwas. Yep. Verdammt, noch ein dunkler Jedi. Ich halte ihn auf. Fliegt ihr zu den Rettungskapseln. Schnell! Ja, wir treffen ihn dann bei den Rettungskapseln wieder. Wo muss ich lang? Nein, da noch nicht. Hier ist eine Tür. Die ist gesperrt. Hier ist eine Tür. Die ist gesperrt. Also, dahinter ist Twask. Okay. Dann gehen wir mal zum Steuerborddeck. Hier spricht Karth Onasi auf eurem persönlichen Kommunikator.
versuche eure Position über die Lebenserhaltungssysteme der Endar Spire zu bestimmen. Astilas Rettungskapsel ist verschwunden und ihr seid das letzte überlebende Crewmitglied der Endar Spire. Ich kann nicht länger auf euch warten. Geht zu den Rettungskapseln. Ist ja gut, ich komme. Oh Gott. Ein Sith-Trooper. Doch hat er mich nicht gesehen. Kommt gleich noch. Angriff! Aua! Mir fällt gerade auf, dass das mit dem Realismus vielleicht sarkastisch rüberkam. Ich meinte das tatsächlich ernst. Mir gefällt das System hier. Also das Kampfsystem, die Kampfanimation. Wow, ausgewichen. Und danach machen wir einen normalen Angriff hinterher. Aua. So, nimm das und du kriegst einen normalen Angriff und dann einen starken Angriff. Und den hier machen wir... Ja. Ah, nur die letzte Aktion kann rausgenommen werden. So. Los. Was ist jetzt los? Okay, normaler Angriff, starker Angriff, jetzt. Autsch. Seid vorsichtig. Auf der anderen Seite der Tür befindet sich eine große Zahl Sith-Trooper. Ihr müsst einen Weg finden, sie zu dezimieren. Ihr könntet diesen beschädigten Angriffsdroiden neu programmieren, wenn ihr genügend Ersatzteile habt. Er wird euch helfen. Ihr könnt aber auch die Computersonde verwenden, um in das Terminal zu gelangen und die Sicherheitssysteme der Endar Spire gegen die Sith einsetzen. Soll heißen, ich mach auf und werf eine Granate. So kämpfe ich. Hoffen wir, dass das klappt. Ach komm, die ist gesperrt. Wirklich? Gut, Hacken-Tutorial. Spieler können Computer hacken, um auf diese Weise Befehle zu deaktivieren oder überschreiben. Zum Hacken eines Computers sind Sonden erforderlich. Je besser ein Computer geschützt ist, desto mehr Sonden brauchst du. Die Anzahl der Sonnen hängt von den Computerkenntnissen des jeweiligen Charakters ab. Oh, da sind Leute drin. Darf ich jetzt rein? Videoaufzeichnung. Ja. Leitung überlassen, 5 Sonnen. Habe ich zufällig gerade dabei. Na, dann machen wir das mal. Ja. Ich vergesse ab und zu mal, dass ich tatsächlich nach jeder Aktion dort Enter drücken muss. So, und durch. Die Steuerung ist aber ungewohnt. Ich komme langsam wieder rein, aber wirklich langsam. Also das mit der Maus so. Ich mache das nicht so oft. Vibro-Klinge, yay! Nehmen wir... hier. Die sehr anpassungsfähige Vibro-Klinge ist für Krieger gedacht, deren Budget es erlaubt, permanent neue Upgrades zu kaufen. Muhaha. Ach ja, ich werde immer nur den Text dort vorlesen, nicht die ganzen Werte. Noch rechtzeitig auf die achtet eh keiner. Nur eine Rettungskapsel ist noch übrig. Los jetzt. Wir können uns auf dem Planeten unter uns irgendwo verstecken. Was machen wir? Plumpe Antwort. Ich bin ein republikanischer Soldat wie ihr. Wir sind die letzten beiden Besatzungsmitglieder auf der Endar Spire. Bastilas Rettungskapsel ist weg. Kein Grund also noch länger hier zu bleiben und uns von den Sith abschießen zu lassen. Kommt jetzt. Fragen stellen können wir später noch. Aber ich will jetzt noch Fragen stellen. Ich meine, ich bin so blöd, dass ich nicht mal meinen Kleiderschrank finde. Natürlich brauche ich da noch Antworten. Zu. Und... Ja, auch zu. Aber wenigstens noch da. Dies ist die letzte Rettungskapsel und deine einzige Überlebenschance. Entferne dich von der Rettungskapsel. Nein. Oder? Doch, Moment mal. Hey, Kas. Bastilas Rettungskapsel ist weg. Kein Grund also noch länger hier zu bleiben und uns von den Sith abschießen zu lassen. Kommt jetzt. Na, Fragen gut, stellen können wir später. Gut.
Okay, das ist jetzt etwas problematisch. Offenbar wird jede Videosequenz übersprungen. Ja, tatsächlich. Jede Videosequenz wird übersprungen. Das heißt, ich muss ab der nächsten Folge in einem anderen Modus aufnehmen. Mit dem, in dem ich auch schon in Diablo aufgenommen habe. Schön, dass ihr wieder auf dem Damm seid. Ihr müsst einen entsetzlichen Albtraum hinter euch haben. Ich hatte schon befürchtet, ihr wacht nie wieder auf. Natürlich hatte ich einen Albtraum. Ein republikanischer Soldat von der Ender Spire. Wir saßen gemeinsam in der Rettungskapsel. Ihr erinnert euch? Deswegen hatte ich doch den Albtraum. Mensch, unser Schiff wurde abgeschossen. Also, nochmal kurz, wie gesagt, ich nehme ab jetzt dann mit einem anderen Modus auf und schneide euch jetzt hier nachträglich die Videos rein. Später da, habe ich dann dieses Problem hoffentlich nicht mehr. Okay, und was wollte ich jetzt noch? Sonst wollte ich eigentlich gar nichts. Gut, dann machen wir weiter. Ich hatte einen seltsamen Traum, wie eine Vision oder so. Yep. Ich bin übrigens ein Resus Darko. Wie sind wir hierher gekommen? Cast, die Stimme vom Kommunikator. Ich erinnere mich, oder? Wo bin ich? Wie bin ich hierher gekommen? Das nehmen wir. Seit Tagen kommt ihr nur hin und wieder zu Bewusstsein. Ein Zeichen, dass ihr noch ziemlich verwirrt sein müsst. Aber macht euch keine Sorgen. Wir sind sicher. Jedenfalls für den Moment. Nee, das mit hin und wieder zu Bewusstsein ist normal. Apartment auf dem Planeten Taris. Beim Absturz unserer Rettungskapsel hat es ganz schön gekracht. Aber glücklicherweise seid ihr nicht schwer verletzt. Yay. Ich habe euch in dem ganzen Chaos erstmal von der Absturzstelle weggezogen und bin eher zufällig in dieses verlassene Apartment gestolpert. Als die Sis auf der Bildfläche erschien, waren wir längst weg. Die Sis? Alles wird von den Sis kontrolliert. Ihre Flotte befindet sich auf einer Umlaufbahn um den Planeten. Sie haben das Kriegsrecht verhängt und eine planetenweite Blockade errichtet. Aber ich war schon in schlimmeren Situationen. In euren Unterlagen steht, dass ihr erstaunlich viele fremde Sprachen beherrscht. Ungewöhnlich für junge Rekruten. Aber es kommt uns gelegen, denn wir sind auf einer fremden Welt gestrandet. Die Republik kann niemanden an der Blockade vorbeischmuggeln, um uns zu helfen. Wenn wir Bastila gefunden haben und von diesem Planeten wieder verschwinden wollen, sind wir auf uns selbst gestellt. Das ist so witzig mit den verschiedenen Sprachen. Man spricht alles. Einfach mal grundweg alles. Naja, ich meine, die standen damals vor einem großen Problem. Eine Welt mit tausenden verschiedenen Sprachen. Wo wir hier auf der Erde vielleicht ein paar hundert haben. Und wie macht man das, wenn da ein Einzelner ist, der kann nicht alles sprechen? Also, gut, er kann. Aber der Spieler nicht. Und deswegen sagen sie einfach, außergewöhnlich viele Sprachen sprichst du schon. Deswegen. Aber keine Sorge, das wird später noch erklärt. Wie er zu seinem Wissen kam. Unser tumber Kerl. Warum ist es so wichtig, Bastila zu finden? Und Bastila, das ist doch die aus der Ender Spire, oder? Beides ziemlich dämliche Fragen dafür, dass er sie schon weiß. Welche nehmen wir? Wir haben keine Ahnung, wer sie ist. Der Schlag auf den Kopf hat offenbar mehr Schaden angerichtet als gedacht. Bastila ist eine Jedi. Sie gehörte zu dem Einsatzteam, das Darth Revan, Malak's Sith-Meister, erledigt hat. Bastila ist die entscheidende Figur bei den Kriegsanstrengungen der Republik. Die Sith müssen herausgefunden haben, dass sie an Bord der Ender Spire war und haben uns in diesem System in einen Hinterhalt gelockt. Ich nehme an, dass Bastila in einer der Rettungskapseln saß, die auf Taris stürzt. Der Erfolg der Republik steht auf dem Spiel. Wir müssen sie finden. Übrigens habe ich euch angelogen. Trask ist tot. Wie kann eine Person, selbst wenn sie sich um eine Jedi handelt, so wichtig sein? Woher wisst ihr überhaupt, dass Bastila noch am Leben ist? Wenn Bastila eine Jedi ist, kann sie vermutlich selbst auf sich aufpassen. Vergesst es, ich riskiere doch nicht mein Leben bei dem Versuch, sie zu retten. Und habt ihr eine Ahnung, wo wir mit unserer Suche nach Bastila beginnen können? Wir sind ein edler Dummkopf. Ihr missversteht die Situation. Wir können uns auf diesem Planeten nicht ewig verstecken. Irgendwann wird man uns finden. Und das werdet ihr nicht wollen, glaubt mir. Von diesem Planeten zu verschwinden wird nicht einfach werden. Möglicherweise brauchen wir Bastilas Hilfe. Mal davon abgesehen, dass ohne sie alle Bemühungen der Republik zum Scheitern verurteilt wären. Mal ehrlich, das hier ist ein Stadtplanet. Daran erinnere ich mich noch definitiv. Ich bin Star Wars Fan, ich weiß das. Um jemanden auf einem großen Stadtplaneten zu finden, der nicht gefunden werden will. Naja, muss man schon den Planeten zerbomben. Wie kann er...
Na gut, was machen wir als nächstes? Bastila braucht unsere Hilfe. Viele Anhänger von Darth Malak operieren mit der dunklen Seite der Macht. Und die Sith haben in diesem Krieg schon mehr als genug Jedi umgebracht. Niemand wird hier nach ein paar einfachen Soldaten wie uns suchen. Mit etwas Vorsicht können wir uns auf dem Planeten bewegen, ohne Aufsehen zu erregen. Ein Luxus, den Bastila nicht genießt. Hier ist die halbe Sith-Flotte auf den Fersen. Sie wissen, wie wichtig sie für den weiteren Kriegsverlauf ist. Der ganze Planet steht unter Quarantäne. Kein Schiff kann starten oder landen. Wenn Bastila diesen Planeten verlassen will, braucht sie unsere Hilfe. Und wir möglicherweise die ihre. Na gut, wenn sie uns helfen kann, darf sie mit. Was habe ich davon, wenn ich helfe? Ich denke, ich probiere es auf eigene Faust. Wenn ich so von diesem elenden Planeten wegkomme, kann ich euch wohl ruhig helfen, Bastila zu finden. Die letzten drei gefallen mir durchaus. Na gut, elender Planet ist es. Fein. Wir müssen zusammenarbeiten, wenn wir hier überleben wollen. Während ihr euch noch erholt habt, habe ich mich ein wenig umgehört. Es gibt Berichte, wonach eine Reihe Fluchtkapseln hier in den Slums runtergekommen sein soll. Dort könnten wir anfangen. Doch die Slums sind gefährlich. Wir sollten keinesfalls unvorbereitet dort herumlaufen. Ich tue Bastila keinen Gefallen, wenn wir einfach losmarschieren und uns umbringen lassen. Komm schon, ich möchte mich hier ein bisschen umsehen. Je früher wir beginnen, nach Bastila zu suchen, desto früher finden wir sie, gehen wir sie und ich möchte ein paar Fragen stellen. Machen wir. Ich werde euch nach bestem Wissen und Gewissen antworten. Danke. Aber ich weiß nicht, ob ich eine große Hilfe sein kann. Bezweifle ich auch. Ich weiß nicht, ich würde so gerne die Dinge fragen, aber das passt alles nicht zu meinem Charakter. Wie gesagt, ich bin ein dummer Kerl spielen. Und die ganze Fragerei, die mache ich, möchte ich eigentlich später in einem Durchlauf mal machen. Ach, Quatsch. Gute Idee. Reden nicht mit dir. Wir nehmen dieses verlassene Apartment als Stützpunkt. Vielleicht finden wir hier in der Oberstadt ja sogar ein wenig Ausrüstung. Vergesst aber nicht, euch zurückzuhalten. Ich habe schon entsetzliche Geschichten über die Verhörmethoden der dunklen Jedi gehört. Man sagt, Macht könne fürchterliche geistige Verheerungen anrichten. Angeblich kann sie Erinnerungen auslöschen und die eigene Identität vernichten. Und sowas glaube ich nicht. Aber wenn sie sich völlig dämlich anstellen, dürfte eigentlich nichts schiefgehen. Schließlich suchen sie Bastila und nicht solche Knallchargen wie uns. Also gut, Soldat, lasst uns gehen. Ja, die Erinnerungen auslöschen. Am Ende noch eine neue einsetzen. So, was kriegen wir hier? Wir kriegen gar nichts, weil wir uns nicht richtig bewegen können. Was ist hier los? Warum kann ich mich nicht bewegen, wie ich will? Hilfe! Ist die Tastatureinstellung schon wieder kaputt? Kamera nach links schwenken ist auf A. Das sollte nicht auf A sein. Hoppala. Links. Rechts. Kamera nach links schwenken, Kamera nach rechts schwenken. So und so. Okay. Warum war das jetzt weg? Spiel speichern sicherheitshalber. Ich hoffe, das ist nicht nach jedem Video weg. Das wäre ein bisschen doof. Spind. Computersonde und Medikit. Werkbank. Damit kann ich jetzt noch nichts anfangen, denke ich. Im Laufe des Spiels findest du Waffen und Rüstungen, die als aufrüstbar gekennzeichnet sind. Diese kannst du mit entsprechenden Upgrades verbessern. Mit Upgrades kannst du an dieser Werkbank deine Fernwaffen, Nahkampfwaffen, Laserschwerter und Rüstung optimieren. Werkbank benutzen. Nahkampf. Webrittlinge. Oh, ich kann tatsächlich was einbauen. Hier, wo steht's denn? Vibrationszelle, da ist es doch. Spezielle Eigenschaften, Schadensbonus, physisch 1. Dura-Steil-Legierung und Energieprojektor könnten noch rein. Zusammenbauen. So, dann gehen wir mal weiter. Beim Verlassen des Apartments musst du dich entscheiden, welche Gruppenmitglieder dich mitleiden sollen. Hey. Ja, Cars darf mit. Ups, das Bild von Trusk sieht ja vollkommen anders aus als Trusk. Okay, Alien-Abschaum, alles an die Wand. Das ist eine Razzia. Ich glaube, ich lese mal die Alien-Stimmen immer mit vor, dann
Du musst da nicht lesen und ich hab was zu tun. Mit vorlauten Aliens. Und der Rest von euch? An die Wand, bevor ich wieder die Beherrschung verliere. Oder sollte das noch was? Menschen, die sich bei Aliens verstecken? Das sind republikanische Flüchtlinge! Angriff! Etwas vorschnell geurteilt. Wie? Hier, fang! Armer XG, er hätte den Sis nicht widersprechen dürfen. Zum Glück wart ihr hier, um uns zu helfen, Mensch. Es war nicht das erste Mal, dass die Sis uns hier belästigt haben. Aber hoffentlich das letzte Mal. Verschwindet oder soll ich euch umlegen? Vergebt mir, Mensch. Ich wollte euch nur danken. Ich lasse euch jetzt in Ruhe. Macht euch um die Leichen keine Sorgen. Ich bringe sie weg, um eure Spur zu verwischen. Das sollte die Sis auf die falsche Spur locken. Mit etwas Glück werden sie uns eine Weile nicht behelligen. Gut. Ups, da ist mir jemand gestorben. Nehmen wir. Von dir nehmen wir wohl nichts mehr. Achso, der ist ja schon vorher gestorben. Okay, den haben wir nicht umgebracht. Ein Glück. Das hätte mein Gewissen nicht verkraftet. Eigentlich wäre, bevor ich rausgegangen bin, ein guter Cut-Punkt gewesen. Jetzt müssen wir hier mit den ganzen Leichen auf dem Boden cutten. Also, nochmal. Das Spiel verliert eine ganze Menge dadurch, dass man so grob rumläuft. Aber ich will das einfach mal machen. Ich guck mich hier um, aber wenn in solchen Gesprächen sowas ist, dann versuche ich gar nicht erst mit den Leuten zu reden. Dann hau ich drauf. Dann mache ich auf Hulk und Smash. Oder werfe eben eine Granate. Ja, wie gesagt, das Spiel wird deswegen nur relativ kurz gehen. Vielleicht 30 Folgen oder so. Und später werde ich nochmal eine Version machen, bei der ich so spiele, wie ich eigentlich spiele. So heißen, alle Gespräche mitnehmen, möglichst alle Geheimnisse finden. Also so viele Geheimnisse gibt es außerhalb der Gespräche nicht. Aber eben mit den Leuten tatsächlich reden, interagieren. Sowas. Ach ja, übrigens, in der Folge passiert jetzt nichts mehr. Wenn ihr also ausschalten wollt, könnt ihr machen. Und in der nächsten Reihe werde ich dann eben auch... Wenn ihr aber ausschaltet, dann hinterlasst einen Kommentar. Am besten, indem er sagt, dass er vorher ausgeschaltet hat. Dann merke ich mir das für das nächste Mal, wenn ich solche Gespräche mache. Jedenfalls, werde ich dann... gut, in dieser Reihe, also in der zweiten Knights of the Old Republic Reihe, wirklich ausführlich spielen, eine relativ lange Reihe dann natürlich machen. Aber jetzt hatte ich eben einfach mal Lust darauf, ich will das, mir das so angucken, wie es denn eben ist für die Leute, die einfach raufhauen. Ich habe gehört, dass das relativ viele machen, also muss ja irgendwas dabei daran Spaß machen. Und sonst habe ich eben den schnellen Durchlauf. Okay. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und wenn es auch kein, also wenn es schon an sich so kein Spaß, keinen Spaß macht von wegen interessant sein, dann kommen so sicherlich lustige lustige Situationen zustande, wenn man immer einfach so raufhaut. Habe ich ja noch, wie gesagt, noch nie gemacht. Okay, Entschuldigung, jetzt wirklich. Ich verabschiede mich, hinterlasst Kommentare. Wir sehen uns. Lebt wohl.